Hallo da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 22. Wir sind auf der Map Only Horse, ich bin der Shorty von der Test Area und ja, nach dem Spiel neue Start ging das Lager, Gott sei Dank wieder. Ach, gab schon Herzinfarkt, dass wir nicht mehr an unsere Ballen rankommen, dass die verloren sind, ne? Das ist ja schon auch Kohle. So. Was? So muss das sein. Ich habe allerdings mit mehr Kohle gerechnet. Aber das muss man sehen. Die Menge macht es hier offensichtlich. So. Ernte läuft noch ganz gut. Ich wollte jetzt eine komplette Ladung wertvollen, teuren Mineraldünger rüberbringen. Zu unserer Obstplantage. Die Laterne hier auf der Ecke, ne? Ah. So, und danach werden wir Gülle fahren, den kleinen Versorgungsanhänger wegstellen. Nach dem Gülle fahren werden wir die erste Ladung Saatgut haben. Die bringen wir dann auch hier ran. Ja, wir brauchen auch Gewächshäuser irgendwann. Nur wie gesagt, was mich an den Gewächshäusern stört, ist, dass die außer Wasser noch andere Zutaten brauchen. Und dass das alles wieder so eng und eng und eng gebaut ist. Ne? Ah, warum? Oh, jetzt wäre ich fast vorbeigefahren. Und eng an eng und dicht und dicht und überhaupt, das juckt mich nicht. So, hier kommt Mineraldünger, Amigo. Da kannst du so richtig losproduzieren, wenn das Saatgut dann kommt. Selbst hergestelltes Saatgut. Yeah. Yeah. Sieht aus wie Katzenstreu ein bisschen, ne? Naja. Nein, ja. So. Saatgut bringen wir dann noch dahin. Wasser ist klar. So, wenn ich jetzt sage, park den weg, dann... Yay! Läuft das? Wir sind bei 31%, bei 70% verlässt er das Feld. Wie gesagt, das Stroh hier werde ich schwaden. Das wird gepresst. Das ist ein Heidenaufwand, ne? Aber egal. Dann habe ich einen enormen Vorrat an Strohballen. Dann ist die Tierversorgung, zumindest was die Kühe erstmal angeht, in trockenen Tüchern. Sehr gut. So, wir mähen schon auf der 28. Du stehst bereit. Oh! Ich habe
muss dann anscheinend noch einen zweiten Triller anlegen. Ne? Das hat doch sonst so gut geklappt. Ne, sonst habe ich auch immer nachgeholfen. Ne? Und ich wundere mich, warum da so wenig Kohle mal rumkommt. Tja. Das ist die Antwort. Braucht noch ein extra Zielpunkt für die Ballen. Zumindest für meinen Autolorder. Da brauche ich mich auch nicht wundern, wenn bei den Silageballen so wenig Kohle rumkommt. Da ist aber wieder ganz klar die Faustregel. Hier sind wieder die 98% am Werk, wo der Fehler an der Tastatur sitzt. So. Ta-da-ta-ta-ta-da-ta. Müssen wir gucken. Ah. Wie ist denn der Trigger? Junge, komm. Das ist nur so eine kleine Stufe hier. Jetzt mach mal nicht die Welle. So, hier ist dann der Trigger. Und dann können wir das hier so draufschmeißen. Mach mal hier einen Punkt rein. Dann wollen wir mal sehen. Trennen wir das Ganze. So haben wir den Punkt eingebaut. Und hier ist dann BGA Anliefern Autolord. Weil die normalen Ballenladewagen, die machen ihren Job nämlich ganz gut. So, dann werden wir jetzt prüfen, ob der Autolord seinen Job jetzt ganz gut macht. Ganz ehrlich. Vielleicht müssen wir den Millimeter verschieben später. Später sehen wir dann. Sehen wir dann. Wenn der jetzt alle reinschmeißt, dann ist ja gut. Nein. Wir müssen den noch ungefähr so weit nach vorne schieben. Dann sollte das klappen. So, trotzdem fehlt mir diese Umweltbewertungsprämie-Geschichte. Der Drescher steht und wartet, dass er abgetankt wird. Ich glaube, dass der 39 auf dem Weg hierher ist. So. Milch fahre ich jetzt noch nicht. Wir fahren jetzt Kühe, Tiere, Kühe abholen, Dünger einliefern flüssig.
Genau. Die BGR wäre auch was Tolles, aber die BGR ist ja wieder so teuer auch, ne? Für das bisschen. Da ist er. Ah, dann hat er doch nur einen Moment gebraucht, bis er da ist. 63%, 64%. Ja. Ihr zwei macht das schon. Du bist fertig. Okay, dann parken wir das Schneidwerk weg. Er ist nämlich allein. Jetzt, genau. Jetzt müssen wir die Mission starten. Die dauert ja auch. Ernte Gerste auf der 51 mit dem LKW. Ja, klar. Mit Geräte ausleihen. So. Der LKW soll dann am Tierhandel abliefern. Natürlich. So, ich werde jetzt erstmal das Schneidwerk transportbereit machen. Ich zweifle, dass er da alleine ankommen wird. Ich habe die Kurvengeschwindigkeit auf 50% reduziert. Aber sagt niemals nie. So. Und du, mein Freund? Ich glaube nicht, dass du hier wirklich auf den engen Straßen zurechtkommen wirst. Aber los. Das war die 51 und dann zum Tierhandel, wenn ich das noch richtig gesehen habe. Mit 51. Tierhandel, 51 waren wir schon. Tierhandel. Glaube ich nicht dran. Wir werden sehen. So, letztes Mal überladen, dann ist unser voll. Dann geht es in die volle mit der Saatgutproduktion. Düngerproduktion anliefern flüssig, ja. Warum machst du nicht? Was ist das Problem? Der falsche Trigger, fährst du nicht nah genug dran? Wurdest du abgelenkt, gestört, genervt, geärgert? Was ist it? Produktionen. 23.000 Liter Mineraldünger sind auch immer noch. Knapp 14.000 Euro. Lala. So. Du bist bei 80% und fährst jetzt los, ne? Genau. Dann steigern gleich die Saatgutproduktion. Jetzt holen wir uns den Schwader. Eigentlich brauchen wir noch mehr Traktoren auf dem Hof. Man kann nie genug Traktoren haben. Der Dirk hatte mir gesagt, er hat vier mittelgroße und vier große Traktoren auf dem Hof. Junge, 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 Junge. Der muss dann aber auch schon ganz schön weit sein. Mit vielen Felder Rykowskis und so. Und da kommt Hüllefass. So. Du fährst jetzt zu 25. Und an der 25 wird geschwadet. Schalalalalala.
habe hier noch Lumin-Zeugs stehen. 1248 Liter, hier ist Lumin voll. Bis bei 38%. Du bist voller Gülle. Du bist auf dem Weg zum Hof. Abkippen. Du bist auf dem Weg zum Schwaden. Du bist abfahrbereit für die Mission. Und du stehst hier. Wir fahren dich zurück, damit du nicht im Weg bist. Das mache ich nicht nochmal. Ne? Also, das mache ich nicht nochmal. Ich hätte den Motor auch anlassen können. Naja. 12. Upadapa. Jetzt müssen wir überprüfen, ob der denn auch jetzt die Ballen richtig abschmeißt. Und gib alles. So, dann wollen wir mal gucken. Das sah doch gut aus, oder? Das sah doch sehr gut aus. Wir können den noch zur Sicherheit ein kleines Stückchen ein Fitzelmitzel. So. Prima. Hat geklappt. Ja, was geht? Ich habe hier die Ernte begonnen. Von der Gerste. Mission. Das Dumme ist halt, dass auch Gerste ist. Ne? Hier steht schon der Abfahrer. Ich werde mit dem Abfahrer wohl einen kleinen Konflikt kriegen. Bezüglich des Strohsammels habe ich so das Gefühl. Habe ich hier. Ja. Alles eingefahren. Ist komplett angeschlossen. Der ist schon wieder leer. Der ist schon wieder auf dem Weg. Der ist schon wieder am Schwanen. Schon wieder ist gut. Der ist schon am Schwanen. Jetzt zu dir. Feld 51. Da fährst du hin. Abladen wirst du bei elektrischer Ladung. Das wird da auch Zeit. Den Kurs, den du benutzt, ist der 12 Meter Kurs vom Drescher. So. Oh ja. Oh ja, 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 ja. So, Saatgutproduktion läuft. Da passen nur 30.000 Liter rein. Den Rest habe ich schon ins Hofsilo gepackt. Wie viel Lumen hast du nicht gesehen? Haben wir hier drin noch 1248 Liter. So. Dann kann er das verbrauchen. Und wir werden dann später mit dem kleinen Anhänger immer nachladen, nachladen, nachladen. Die erste Anhängerladung geht dann an unsere Plantage. Oh, du bist schon da? Das ging ja schnell. Hätte ich ja nicht gedacht. Aber okay. Ach, der 51 ist da gegenüber. Aha. Flüssig. Milch werden wir noch nicht verladen. Das machen wir dann erst, wenn wir eine neue milchverarbeitende Produktion gekauft haben. Wo könnten wir noch schnell gucken? Ja?
Könnten wir noch schnell gucken. Super, er ist auf dem Weg. Du bist auch, du darfst nicht im Weg stehen. Amigo, ciao. Ne, Mollballen sind noch da. Die nehmen wir dann auch mit. Dann haben wir unsere Silageballen alle verteilt. Ob du dort abschalten, ne? Genau. Ja. Ach, ich habe den Knopf vergessen. Sehr witzig. Dann geht das auch nicht. Weiter, der LKW steht da. Er hat das tatsächlich dahin geschafft. Ne? Ich will aber nicht wissen. Muss ich beiseite stellen. Damit du nicht dem Strohsammler störst. So, du bist dann leer. Jetzt erstmal brauche ich dich nicht. Milch machen wir. Naja, das ist nicht richtig. Komm, wir schicken dich jetzt zu 28. Zumachen, aufmachen. Ich will nach milchverarbeitenden Betrieben noch gucken. Laden, Schwaden, 40 Meter. So, jetzt kommen wir gucken. Wir gucken nach Milchproduktionen. Das ist Rindenmulch, Sägewerk. Trauben müssen wir auch noch mal was machen. Ne? Schneiderei. Das ist die Molkerei. Hier ist die Schreinerei. Der Schlachter. Da werden wir auch noch irgendwann dran. Diese Produktion. Lambos Eiscreme. Ich habe so das Gefühl, dass der Milch braucht. Weil der bestimmt auch noch andere Zutaten. Schokolade. Na, mal sehen. Schlachter. Ich will die popelig normale Käserei. Die müssten wir doch hier irgendwo auch haben. Käserei. Fromage Lune. Was kostest du? 110. Gekauft. Gekauft. Du bekommst Milch, Strom. Ah, Ziegen- und Schafsmilch auch noch. Natürlich, natürlich. Ich stelle alles auf verteilen. Was verteilt wird, wird verteilt. Was nicht verteilt wird, wird nicht verteilt. So, Strom gibt es dann, Milch gibt es dann. Jetzt können wir ganz schnell Kuhmilch holen, noch in den Verteiler stecken. Und
damit wir bei der Käserei auch wenigstens. Wir gucken in die Käserei noch mal rein. Befüllung starten. Mit R. Warum kriegen wir die Milch nicht? Mit 13.000 Liter. Wir sind das Fass ist leer. Gibt keinen Hund. Warum nicht? Ach, vielleicht ist der vordere Tank die Milch. Befüllung starten mit R. Nein. Nein. Da war was. Jetzt. 8000. Du musst einen Millimeter genau dran stehen, ey. So pingelig. Abladen. Ah, 26 Minuten. Moment. So, das ist dann auch die Restmilch. Die wird dann jetzt demnächst verteilt. Ah. Dann brauchen wir noch Schafsmilch, dann brauchen wir noch Ziegenmilch und ne? Hier ist schon die Anhängerladung fast durch für die Ladung, die wir brauchen für unseren. Müssen wir da noch eine Abzweigung einfahren lassen. Für die Ladung für unsere Plantagen, die wir brauchen. Das andere macht hier wunderbar seinen Job. Ja, wir machen beim nächsten Mal gemeinsam weiter. Muss ich diese Lumenflüssigkeit noch holen? Weiß das nicht. Ich park den erstmal. Dann steht der schon mal nicht im Weg. Da sieht so aus, als wenn er einen guten Job macht. Da ist unser Strohsammler. Du hast die erste Ladung schon weggebracht für Stromproduktion. Ja. Sehr geil. Der Rest geht dann aufs Lager. Sehr gut. Können wir machen. Läuft alles. Ja, ihr Lieben, das war es auf jeden Fall wieder für heute. Wir machen dann beim nächsten Mal weiter. Wir werden dann noch einen milchverarbeitenden Betrieb kaufen. Wir müssen noch die Käserei Ofo, Marsch, Käse, Dingens, Marsch anbinden, damit wir dann die Produkte abholen können. Moment. Ja, gesagt, getan, angebunden. Stellen wir dich mal schön in den Schatten. Dann war's das. Wieder vielen lieben Dank fürs Zuschauen, mitmachen, dabei sein. Ich freue mich schon auf eure Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das unterstützt meinen Kanal beim Wachstum. Kommentare, Sorgen, Nöte, Anträge, Fragen, Hilfeanfragen, wir helfen ja auch. Ne? Gerne auch auf Discord. Der Link zum Community Discord Server befindet sich in der Videobeschreibung. Unter mehr Ansehen.
Genau, dann geht es dann nächstes Mal weiter mit Ballenpressen und allem Schnicke, Schnacke, Schnucke. So. Ja, abonnieren nicht vergessen, das ist bei YouTube völlig kostenlos und kann sich somit auch jeder leisten. Ich war, bin und bleibe der Shorty von der Test Area und ich bin damit für heute raus. Passt gut auf euch auf, bleibt mir gewogen. Ach so, er hängt hinter dem Drescher. Ich habe mich schon gewundert, warum der so langsam fährt. Bleibt mir gewogen. Und was in der heutigen Zeit natürlich das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao.